Mila, Morphel, ich habe Limonade für euch gemacht. Limonade! Oh, oh, ups. Oh, ich räume später auf. Zuerst muss ich mein Buch zu Ende lesen. Oh nein, Morphel Turm! Mila, du zerstören Morphel Turm! Ich hab deinen Turm nicht zerstört. Oh! Du hast meine Zeichnung ruiniert, Morphel. Nein, Morphel nicht! Nein, nein. Wie wär's, wenn ihr zwei was anderes machen würdet? Ja. Klar. Ich bin Professor Evil. Mr. Action ist hier, um dich zu stoppen. Morpheus, Mr. Action. Klar. Ich habe eine Maschine gebaut, die jeden sofort einschlafen lässt. Oh nein, Mr. Action, stopp dich. Das ist so spannend. Au. Ich räume das mal weg. Okay. Ha, wo war ich noch? Du hast noch nicht gewonnen, Mr. Action. Mit der Hilfe von... Ha, wo ist die Truhe hin? Mr. Action! Warum hast du die Truhe weggeräumt? Morphel, nicht weg, Truhe! Mila, bau es wieder auf! Dein doofes Gebilde nicht zerstört! Gebilde nicht doof? Mila ist doof! Weißt du was? Ich werde ohne dich weiterspielen. Nein! Morphel spielen ohne Mila! Morphel spielen ohne Mila! Da, 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 da. Wusch! Keine Mila, kein Spaß! Och, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Morphel hätte bestimmt eine Idee. Das war ein tolles Buch. Tut leid. Ich hätte nicht so wütend werden sollen, dass du meinen Buntstift gebrochen hast. Hm? Oh, das war nicht Morphel. Das ist leider mir passiert. Was? Was? Oh, hast du denn auch Morphels Turm umgestoßen? Ja. Und das Spielzeug weggenommen? Ja. Und zerstört Stöckchengebilde? Vielleicht. Mila und Morphel wieder Freunde? Na klar. Tut mir leid, dass ich das alles angestellt habe, ihr zwei. Es tut mir leid, dass ihr wegen mir gestritten habt. Darf ich denn auch euer Freund bleiben? Na klar, Papa. Ja. Oh. Mein Vater hat sich am Fuß verletzt und kann daher seine Preise nicht mehr verteilen. Morphel! Morphel in ein Motorrad! Warten Sie! Sie haben diesen Preis gewonnen! Kommen Sie zurück! Mila und Morphel werden dir helfen, Papa! Toll! Pack die Preise ein und dann nichts wie los! Morphel, dafür brauchen wir etwas Größeres. Morphel in einen Lastwagen. Schaut,
Da ist unser erster Sieger. Sie bekommen den Preis für den süßesten Hund. Sie bekommen den Preis für den besten Zaffer. Sie bekommen den Preis für den besten Mechaniker. Aber hier steht, hübschestes Mädchen. Nein, Morphle, das ist falsch. Er bekommt den Preis für den besten Mechaniker. Nein, nein, nein. Schon okay. Ich behalte den hier. Sie bekommen den Preis für das beste Wolkenmonster. Aber ich bin das einzige Wolkenmonster. Ich danke euch ganz herzlich, Mila und Morphle. Wir haben alle Preise verteilt. Nein, Papa. Ein Preis muss noch vergeben werden. Der Preis für den besten Papa. Oh nein, meine Brille ist ja weg. Keine Sorge, Papa. Erinnere dich daran, wo sie zuletzt war. Ja, gute Idee. Vielleicht habe ich sie am Nordpol verloren, als ich den Jollyfant gesucht habe. Ja. Morphle liebt den Jollyfant, denn er macht Eiscreme. Ach ja, ich erinnere mich. Ich bin auf einem Bananasplit ausgerutscht und habe die Brille verloren. Aber der Jollyfant hat sie gefangen. Erinnerst du dich? Ach ja, stimmt. Wo warst du denn danach? Vielleicht habe ich sie verloren, als ich Papa Dschungel zu seinem neuen Menschen heute Morgen in die Wüste gebracht habe. Ach ja, ich erinnere mich. Der Dschungelaffe hat mir die Brille geklaut. Wir müssen zurück in die Wüste und sie suchen. Nein, Papa. Morphle hat sich auch in einen Affen verwandelt und sie zurückgeholt. Oh ja, ich erinnere mich. Die Brille kann also nicht in der Wüste sein. Wo könntest du sie sonst verloren haben? Danach mussten wir das Wundertier Chuckles einfangen. Er kann Menschen zu unkontrollierbaren Lachkrämpfen verhelfen. Chuckles hat mich so sehr zum Lachen gebracht, dass mir die Brille runterfiel. Ja, aber ich fing sie und gab sie dir zurück. Ach ja, du hast recht. Weißt du noch, was du danach getan hast, Papi? Danach habe ich mich zu Hause hingesetzt. Du hast recht. Ja. Ah, viel besser. Ich bin der stärkste Superheld. Ich kann ganz einfach dieses Auto heben. Morphle, lass ihn uns helfen. Und ich kann fliegen.
Bucky will nur spielen. Er beißt nicht. Schaff das Ding hier weg! Lassen Sie diese Frau in Ruhe, Mister. Wie auch immer. Vielen Dank, ihr Superhelden. Wem kann ich dafür danken? Wie heißt ihr denn? Ich bin Sie nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden und wir haben geheime Persönlichkeiten. Gebt die Pokale zurück. Aber in der Schule habe ich nie Pokale gewonnen. Ja, jetzt bin ich ganz offiziell der weltbeste Balletttänzer. Okay, hier habt ihr die Pokale zurück. Nein, nein, den kannst du behalten. Da steht, Bester im Geschnapptwerden. Wir sind Siegerstein, ja. Wir stehen hier mit den Helden, die alle Pokale der Stadt gerettet haben. Wir haben eine Frage an euch. Wer seid ihr? Wir können's Ihnen nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden und wir haben geheime Ich bin Troy. Ich bin April. Marvin! Danke, Morphle. Es ist soweit. Mit dieser Erfindung wirst auch du dich verwandeln können, genau wie Morphle. Jetzt kannst du mich nicht fangen. Lass uns Dinosaurier spielen. Ich weiß, welcher Saurier ich sein will. Der größte von allen! Wow! Der Argentinosaurier! Rutschen! Sieh dir meinen riesigen Schwanz an! Ist kaputt. Ich kann mich nicht mehr zurückmorphen. Professor Rashid! Ja, du hast recht. Ich muss zu Professor Rashid zurück. Aber ich bin so groß, ich komme nicht an den Bäumen vorbei. Morphle, Morphle in einen Kran. Ich habe die Erfindung kaputt gemacht und kann nicht mehr morphen. Kein Problem. Das ist im Nu repariert.
Glück haben, Professor Rashid. Ich überlasse das Morphen lieber Morphe. Schaut, Kinder, ein Delfin. Ein Ausflug zum Meer kann kaum besser werden. Morphe, Morphe in einen Bus, der unter Wasser fahren kann. Seht mal da drüben, ein Fischschwarm. Oh, und dort, Quallen. Und ein Wal. Und, oh, hallo, Fräulein. Nein, warten Sie. Ah, ein Hai. Wir müssen hier weg. Beweg dich um ihn herum, Morphe. Herrje, es ist gefährlich hier. Wir sollten umkehren. Oh nein, der Seeriese. Wen nennst du hier einen Seeriesen, du kleiner, winziger Mann? Ich bin Neptun, König der Meere. Hi, Neptun. Wir machen einen Unterwasserausflug. Wir hatten viel Spaß, bis der Hai ankam. Ach, der Hai. Der ist nicht schlimm. Aber er ist jetzt weg. Ich werde euch helfen und mache euren Ausflug zum besten, den ihr je hattet. Ist das sicher? Aber natürlich. Los! Okay, jetzt bin ich dran. Danke, Neptun. Das war der beste Ausflug der Welt. Ja, unvergesslich. Gern geschehen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Tschüss! 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 Thank you.
war das? Wo kam diese Riesenspinne her? Ach, verrückt. Wir sind die Lunchpaket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich habe kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Der nächste bitte. Hier abzuhauen, Jorn. Anfänger! Ja! Was für ein Held! Du hast alle gerettet. Und mein Sandwich. Sofort anhalten! Hallo, Feuerwehrauto. Schmeiß die Verlierer raus und komm mit uns. Hey, wir brauchen das Auto für einen Brand. Dann lauft schon mal los. Ja, wir sind jetzt die Autobanditen. Und mit diesem Strahler ist es einfacher denn je. Oh nein, Morphe, wir müssen sie aufhalten. Morph in ein Rennauto. Wartet! Wir müssen einen Brand löschen, sofort! Morphe! Morph in ein Feuerwehrauto! Zum Bauernhof! Du fährst jetzt nicht mehr, du Sonntagsfahrerin! Aber ihr Schurken! Mach dich mal selbst sauber! Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur Hamburger gemacht und plötzlich ist ein Feuer ausgebrochen. Schnappen wir uns die Banditen, Morphe. Banditen! Wartet, Mila, Morphe. Die Banditen haben meinen Krankenwagen gestohlen und diese Frau muss ins Krankenhaus. Morph in einem Krankenwagen, Morph. Ah, ein ruhiger Tag in meiner Stadt. Keine Verkehrsverstöße zu sehen. Hä? Autos ohne Fahrer? Ha, nicht in meiner Stadt. Moment, was? Bye, bye. Jetzt schnappen wir uns die Banditen. Stopp! Sofort anhalten!
Moppe! Moppe in ein Polizeiauto! Wow! Als hättest du meine Gedanken gelesen. Schnappen wir uns die Schurken! Nein, auf keinen Fall! Ihr Autos, haltet sie auf! Flieg über sie, Moppe! Oh oh! Autos, schließt euch zusammen zu einem Mega-Roboter! Wir sind der Autobot. Oh, Junge. Nein, aufhören. Nein! All die schönen Autos. Du siehst nur noch ein Auto. Und das bringt dich ins Gefängnis. Oh, wow! Ein Geschenk für mich? Du hast mir eine Muschelkette gemacht? Moppe, du bist ein Schatz, ganz ehrlich. Hast du das gehört, Pirat Phil? Das kleine Mädchen hat einen Schatz. Nein! Moppe, Moppe in ein Speedboot! Nein, der Schatz gehört uns. Warte, das ist ja bloß eine Muschelkette. Sieh mal, die Wasserratten Phil und Maurice haben einen Schatz. Den zeigen wir, wie man das macht. Hey. Die Luftpiraten wollen die Muschelkette. Sie muss wertvoll sein. Hol sie zurück, Pirat Phil. Moppe, Moppe in einen Drachen. Hey, das ist ja nur eine Muschelkette. Aber egal. Wenn Phil und Maurice sie haben wollen, bekommen sie sie nicht. Sieht mal, diese Luftatmer sind hinter einem Schatz her. Aber wir sind die besten Piraten im Universum. Nein, wagt es nicht. Geschieht euch recht? Seepiraten sind die einzig wahren Piraten. Nimm das zurück. Du warst schon immer so. Ohne Innovationen wird unsere Branche niemals wachsen. Wer entscheidet, wer ein echter Pirat ist? Dein Partner hat nicht mal einen Piratenakzent. Wow, das war gemein. Lass uns nach Hause.
Hause gehen, Morphe. Die sollen sich weiter streiten. Ich glaube, da geht es um viel mehr als nur um deine Muschelkette. Das nennt ihr ein Schiff? Ich lache über eure Technologie aus dem 16. Jahrhundert. Ah, ihr wollt also eine Schlägerei? Na, dann legt mal los. Oh nein! Morphe! Morphe in einen Kran! Danke, Mila und Morphe. Jetzt Morphe in eine Brücke, damit die Autos wieder rüberfahren können. Wow! Wo kommt dieses Loch her? Schau! Eine riesige Haiflosse! Morphe! Morphe in eine Riesenrutsche! Hey! Danke, Mila und Morphe! Seht euch die Gebäude an! Wieder in einen Kran. Puh. Gut, dass du die Gebäude hochgezogen hast, Morphe. Es war wirklich sehr dunkel da unten. Weißt du, woher diese ganzen Löcher plötzlich kommen, Papi? Ich glaube schon. Schaut mal. Es ist ein Erdhai. Wow. Wow. Hallo, Erdhai. Ich glaube, der Erdhai will in der Stadt keinen Schaden anrichten. Er sucht nur nach einem menschlichen Freund. Stimmt das, Erdhai? Ich glaube, ich habe den richtigen Freund für dich. Für... Lass uns unseren wunderschönen Garten bewässern, Baki. Warte mal. Das ist gar kein Schlauch. Das ist eine... Schlange! Wir sind die furchterregenden Tierbanditen. Wir stehlen furchterregende Tiere und setzen sie in der Stadt aus. Aber Stein, ich dachte, wir sind... Lass den Tiger frei! Tiger zu haben. Du kannst dich in etwas Großes
verwandeln, sodass der Tiger Angst vor dir hat. Ich weiß, was einem Tiger Angst machen würde. Guck, ein großer T-Rex. Ich hab noch immer Angst. Natürlich, aber du solltest es trotzdem tun. Weil je öfter du etwas machst, desto weniger Angst wird es dir machen. Ja! Jetzt lass uns alle anderen Tiere aus der Stadt fortschrecken. Wegen dieser furchterregenden Tiere bleibt jeder in der Stadt schön zu Hause. Und wir führen unseren eigentlichen Plan endlich durch. Ja, wir sind eigentlich die Obstbanditen. Täglich einen Apfel essen und du kannst den Arzt vergessen. Wenn wir alles Obst der Stadt essen, müssen wir nie wieder zum Arzt gehen. Oh, denn der Arzt ist echt furchterregend. Wir müssen sie stoppen. Verwandle dich in ein großes Krokodil. Ein großes, gefährliches Krokodil. Banditen, ihr müsst das ganze Obst gar nicht stehlen. Ich hatte auch Angst vorm Doktor, aber ich bin trotzdem hingegangen. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Denn wenn du etwas ganz oft machst, wirst du keine Angst mehr davor haben. Wirklich? Hallo, da sind sie ja. Bitte folgen Sie mir. Er ist überhaupt nicht beängstigend, Stein.